Endlich habt ihr Nersand erreicht. Mit dem Schiff kommt ihr gerade von einer erfolgreichen Mission aus der blutigen See zurück. Als Helden habt ihr einen Konvoi unter Festumer Flagge begleitet und ein paar Piraten von Xeraan in den Arsch getreten. Nach, ja, nun langer Reise steuert ihr in die nördlichen Gefilde. Ein paar Lotsen führen nun euer Schiff durch die schwierige Passage den Fluss hinauf. Neben euch gluckert der Strudel des Näher und zieht einige Dinge, die auf dem Fluss herumtreiben, nach unten in das Heiligtum von Effard. Ein dichter Nebel liegt über der Stadt und das macht die Planken des Schiffes etwas rutschig. Ihr könnt nun wenige Häuser erkennen. Die Tatsache, dass die Sonne bereits untergegangen ist, ist ebenso wenig förderlich. Der Kapitän Vossili tritt einmal an euch heran. Nach langer Reise, ihr habt ihn ein bisschen kennengelernt, ist es nun Zeit, sich zu verabschieden. Freunde, wir haben lange miteinander gekämpft. Nun ist es Zeit, euch zu verlassen. Ich empfehle euch einfach, wenn ihr hier in Nersand bleibt, dass die Herberge Wellenreiter, eine gute Taverne. Hab Dank, guter Mann. Das ist Was sehr habt ihr nett. vor? Was habt ihr vor in Nersand? Ich weiß nicht. Ich möchte ganz gerne ein bisschen bornländische Luft schnappen und dann wollen wir bestimmt wieder einige Abenteuer erleben. Schauen, ob es hier in der Stadt Ausgezeichnet. Probleme gibt. Probleme gibt es überall. Ich habe gehört, dass diese Stadt oft von Dämonenarchen belagert wird. Was echt? Diese großen Viecher, die wie Bäume auf dem Wasser schwimmen? Da. Sie tauchen oft hier auf, in ganz im Norden und greifen das Heiligtum direkt neben uns an. Er deutet dabei einmal seine rechten Hand vom Schiff herunter, während die Lotsen gerade so ein bisschen versuchen, drumherum zu segeln, und auf den Strudel, auf den Näher, der neben euch liegt und alles herumzieht. Das ist ein Effort-Heiligtum. Da. Ob man da wohl einen Eimer hier unten hinuntergleiten lassen könnte und ihn damit am Seil wieder rausziehen? Was meint ihr? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es verboten ist, dort runter zu tauchen. Da wird man von der Kirche ausgeschlossen. Naja, man kommt auch schlecht wieder hoch, würde ich mal behaupten. Dafür ja das Seil dann. Nun, es ist nicht erlaubt. Das reicht. Also, meine Helden, wir haben die Stege erreicht. Macht es gut. Ich werde noch einige Zeit hier bleiben und dann demnächst wieder aufstechen. In Richtung Festung. Es war schön, euch Magin. kennengelernt zu haben. Ah, vielleicht sieht man sich ja in Festung eines Tages wieder, nicht wahr? Ich wünsche dir mal ausreichend, das Kind ist dabei. Kollege nickt. Ja, ein bisschen mit Guinness. Das wird gut. Also, Gut, meine Helden. Alter, dann möge der Effort euch begleiten. Das wie dann ja. Das wieder, ja. Ja. Das wieder. Auf Wiedersehen. Nickt er und so könnt ihr dann von dem Schiff hinuntertreten auf die Stege. Ein paar Lotsen sind schon vor euch abgesprungen, um dann das Schiff anzulegen und zu vertäuen. Und ja, ihr müsst euch so ein bisschen auf diesen rutschigen Planken eben so ein bisschen orientieren, damit ihr nicht runterfallt, direkt wieder ins Wasser hinein. Das ist in den letzten paar Tagen vielleicht schon ein bisschen oft passiert, aber naja, als gestandene Helden ist das überhaupt kein Problem, sodass ihr dann die Planken hinuntergeht und auf dem Steg steht. Ja, auch hier ist es, wie gesagt, überall neblig. Ihr könnt ein paar Häuser erkennen, aber ja, wirklich viel nicht. Die Sonne ist, wie gesagt, untergegangen und nur wenige Fackeln erleuchten dann das restliche Gebiet. Und erleuchten ist auch ein bisschen viel gesagt. Das ist eher so, dass es dann im kleinen Umkreis alles so ein bisschen rötlich eintaucht oder ein bisschen gelblich dann macht. Aber ja, wirklich hell ist es nicht. Die Leute schlafen wohl bereits schon, der Uhrzeit geschuldet. Es ist also sehr still. So, hoffen wir, dass dieses Gasthaus, wie hieß das noch? Was hat Vasili gesagt? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas mit Wellenrei Ah ja, Wellen. genau, Wellenreiter, genau. Hoffen wir, dass da noch jemand wach ist und uns reinlässt. Ja, sonst bleiben wir einfach hier draußen. Die Suppe ist dicker als die, die es damals in der Arena gab. In Travias Namen, wir werden doch wohl kaum auf der Straße nächtigen müssen. Und Ganz natürlich besonders nicht. nicht hier. Die Leute hier schätzen alle Travia. Oder? So schaut sich der Magier um und geht einfach mal den Weg mitten in die Stadt hinein, um zu gucken, wo er jetzt hier wohl diese Herberge findet. Ich klimper dem Magier hinterher mit meinem ganzen Metall. War da jemand schon mal nach Vonore und weiß, wo diese Taverna ist?
Ungewesen bin ich ja schon, aber ich pflege für gewöhnlich, mich von der Hafengegend fernzuhalten. Ja, ihr wisst schon. Fraglich, ob es überhaupt eine Taverne ist, das sage ich einfach so leichtsinnig. Vielleicht ist es auch eine Herberge oder so. Oder ein Bordell. Ja, ihr kommt den Holzsteg nach oben gelaufen, versucht euch ein bisschen zu orientieren. Direkt vor euch könnt ihr den riesigen Effa-Tempel erkennen, der wohl noch beleuchtet scheint. Ihr könnt durch die Fenster hindurch gucken. Ja, na klar, leuchtet in seinem sehr typischen Blau, die wahrscheinlich die Gwent-Petrül-Steine seien. Da flackert irgendwas. Das ist kein Gwent-Petrül. Mal gucken gehen, was da vorne ist. Was flackert denn da so seltsam? Schauen wir mal nach. Auf jeden Fall kein Gwent Petrülstein. Vielleicht haben sie endlich mal dran gedacht, Feuer zu machen. Sicher, ich meine, vielleicht hat man es ja geschafft, die Zusammensetzung ihrer Steine so weit zu verfeinern, dass sie ein etwas angenehmeres Licht abgeben. Ist Zusammensetzung? Es definitiv rötliches Licht, wie von normalen Feuerschein, oder dieses grünliche? Nee, es ist tatsächlich so ein rot-goldener Schimmer. Wenn du wirklich richtiges Feuer dahinter vermutest, ja, also auch mit dem Flackern, das wird wahrscheinlich eine Fackel sein. Götter- und Kulteprobe für euch alle. Das ist jetzt auch nicht erschwert, das ist sehr typisch. Das ist was man im Unterricht bei den Eferdis als erstes lernt. Ich meine, es wird wohl kaum eine Fackel sein, schließlich gibt es im Effa-Tempel ja kein Feuer. Nun ja, aber Leuchtfeuer werden sie schon anmachen. Ich habe doch nicht im Tempel. Doch nicht, richtig, seine Gnaden sagt. Aber ist das denn im Tempel? Wiglin schaut darüber, legt die eine Hand so über die Augen. Diese Suppe hier, die lässt alles so verschwimmen, man kann gar nichts richtig erkennen. Ist das vielleicht irgendwie Ach, egal. Wenn es brennt, wird da schon eine Kette gebildet werden. Wir gehen einfach rein und gucken mal nach. Richtig, schauen wir einfach mal nach. Ich bin mir sicher, vielleicht ist es ja auch nur eine Nachtwache, die hier gerade herbeispaziert, aber die bekommen auch gerne mal böse Blicke, wenn sie mit den Fackeln zugegangen sind. Aber wir können doch jetzt nicht einfach in den Tempel gehen. Wieso denn nicht? Los! Die Häuser der Götter stehen schließlich den Gläubigen zu jeder Zeit offen. Und ich möchte auch ganz gerne etwas an Effert zurückgeben für die gute Seereise, dass wir lebend zurückgekommen sind. Ich schulde das Effert. Ja, ihr geht auf das beeindruckende Steingebäude zu. Ihr könnt auch erkennen, dass da wohl blaue Kacheln angebracht worden sind. Und es ist wohl auch ein etwas neuerer Holzaufbau daran zu finden. Es erinnert euch sehr stark an ein Schiff mit Bug, mit Heck. Und als ihr dann darauf zugeht, könnt nochmal eure Hand anlegen. Es ist tatsächlich, ihr könnt es durch die Fenster erkennen, Fackelschein. Und als ihr euch gerade so ein bisschen orientiert und den Eingang sucht, könnt ihr auch erkennen, dass die Holztür angelehnt ist, leicht offen steht. Und dann könnt ihr einen lauten Pfiff hören. Ich gehe durch die Tür rein, also schmeiß die Tür quasi auf und gehe erstmal rein, was da los ist. Ja, du kannst den lauten Pfiff von der anderen Seite dieses kleinen Platzes hören und du starrst in das Innere des Tempels. Direkt vor dir hängt so ein Netz, wo wohl Muscheln und allerlei Opferungen aus dem Meer zu finden sind, was dann so ein bisschen den Eingang verbirgt. Und plötzlich wirst du von irgendetwas erfasst. Irgendjemand stolpert gegen dich und du musst erst einmal bitte eine Intuitionsprobe versuchen, um nicht hinzufallen. Denn irgendjemand rennt gegen dich. Als läuft. Korim da in dem Tempel verschwindet, Wiglin würde gerne mal über den Platz gucken in Richtung Pfiff, ob man da irgendwie eine Gestalt erkennen kann, irgendwo. Ja, Sinnschärfeprobe. Einmal eine Sinnschärfeprobe. Wo ist der Eingang? Hier? Genau. Oder hier? Nee, okay. Hier. Und dann kann Wiglin durch die dicke Suppe erkennen, dass wohl hier jemand steht. Bei dem Pfiff hat Koljev, deswegen habe ich auch keine Sinnschärfeprobe, wirklich umgeschaut lieber, anstatt in den Tempel zu schauen, ob noch irgendwo anders Leute sind. Ja, dann auch von dir bitte eine weitere Sinnschärfeprobe. Möchtest du eher sehen oder möchtest du eher hören? Nach dem Pfiff möchte ich ganz gerne sehen. Also ich versteige mich ein bisschen darauf, irgendwas zu sehen irgendwo. Vielleicht sollten wir seiner Gnaden folgen. Wir können ja schließlich alleine Kinder spazieren lassen.
Ja, du erkennst auch ebenso eine große Gestalt, bärtig, lange Haare, zwielichtig auf den ersten Blick kannst du erkennen und auch Wieglind hat diese Person direkt erblickt, wie sie hier steht. Der Pfiff kam wohl von ihm, aber du kannst auch noch eine weitere Person jetzt hören, nicht nur sehen, und zwar auf der anderen Seite, hier drüben, und zwar auf den Häuserdächern, die dort steht und sich jetzt gerade über diese Dächer auf die andere Seite versucht zu begeben. Dann darf Korim gerne einmal eine Attacke Parade machen, Nahkampf, weil Raum Waffen sind nicht gezogen, ist dir überlassen. Zumindest wirst du jetzt von mindestens einer Person überrumpelt, die dich versucht einfach aus dem Weg zu schubsen. Ja, weiß natürlich nicht, dass es jetzt Attacke hier in deinem Parade, was wolltest du sagen? Parade. Das ist natürlich, dass du ein Chorgeweihter bist und natürlich eine Kante, kann er nicht wissen. Aber versucht eben nach dir zu hieben. Du fängst den Hieb einfach in der Luft ab und hast ein kleines Fäustchen in der Hand. Schaffe ich sie in einer Kehle zu packen und hochzuheben? Versuch's, es ist dann die Attacke. Es ist eine, also nicht erschwert, nicht erleichtert. Aber... Boah, es ist dunkel. Machen wir einfach mal eine plus 3 draus. Versucht einfach mal auszuweichen und mit der 1 gelingt es ihm auch. Also noch bevor du zuschlagen kannst, taucht er dann unter deinem Hieb durch. Dreht seinen Arm einmal sehr geschickt und steht dann hinter dir. Eine weitere Gestalt stürmt auf dich zu, an dir vorbei. Die will sich wohl nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Und beide stehen jetzt draußen vor der Tür am Netz vorbei. Und du, ja, du versuchst eben immer noch im Eingang dich jetzt umzudrehen. Zwei Personen sind hier jetzt aufgetaucht. Ja, umdrehen ist denn später. Umdrehen und Peitsche ziehen geht nicht, oder geht das? Weiß ich nicht, das kannst du jetzt versuchen. Was wollen die anderen tun, die draußen stehen? Ich möchte umdrehen und meine Peitsche ziehen. Ich habe gerade eine Frage an die anderen gestellt und erwarte eine Antwort. Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Ja, vielleicht sollten wir seiner Gnaden in den Tempel folgen. Ich meine, geht da gerade alleine rein. Vielleicht gibt's hier was Interessantes zu sehen. Ja, während du noch sprichst, kannst du sehen, wie du wohl überhaupt keine Aufmerksamkeit hast, sondern die anderen beiden sich der Person hier ja nicht unbedingt genähert haben, aber sie entdeckt haben. Und der Chorgeweihte, der jetzt umgerannt wird, beziehungsweise du kannst ein leises von ihm hören. Wiglind würde den Arm ausstrecken und Mev an der Schulter fassen, wenn er noch neben ihr steht, und zu dem Pfiff hin zeigen, durch die Suppe hindurch, während ja, sie dann nochmal die Augen schweifen lässt. Und ich werde den Bogen klar machen und mich auch umschauen. Was ist denn hier los? Ruft Koljew, hält den Stab etwas abwehrend vor Roysto und versucht sich irgendwie so ein bisschen mit Umschauen irgendwie zu verstehen, was hier los ist. Er ist erstmal perplex und ist zwar darauf vorbereitet, vielleicht den Mann vor sich irgendwie zu parieren, ist sich aber nicht ganz sicher und will den Mann auch deswegen selber nicht angreifen. Das heißt, wenn ich zuerst dran bin, würde meine Aktion verfallen, der Angriff. Okay, dann brauchen wir da keine Intuition oder sowas würfeln. Er würde aber auf alle Fälle einen Sturmangriff gegen dich machen. Er ist mit einem Knüppel bewaffnet. Das heißt, er läuft auf dich zu, wie gesagt, so ein 2 Meter großer Riese. Und wirklich viel kannst du nicht erkennen, aber er würde auf dich zurennen und dann versuchen, mit dem Knüppel nach deinem Kopf zu hieben. Du hast dann deinen Stab gepackt und würdest dich auf den Angriff vorbereiten. Schauen wir mal, ob ihm da irgendwas gelingt. Das wäre gelungen, aber du kannst ihn parieren. Ja, er kommt mit einem Knüppel angelaufen und Koljew, der anscheinend nicht ganz unaware der Situation war, der noch mitbekommen hat, was hier ungefähr passiert, reißt den Stab hoch, um den Schlag, der auf seinen Kopf gezielt hat, abzuwehren und geht dabei leicht in die Knie bei der Wucht, die dieser Riese drauf hat, im Gegensatz zu Koljew, der zart ist und ja, mal wieder die Regeln des Stabkampfes ein wenig missachtet hat. Abgleiten lassen ist die Devise, aber wenigstens lebt er noch. Nicht jetzt, Roysto, wir müssen weg! Hat Korim den Schnellziehen für seine Peitsche? Ja, natürlich hat er Schnellziehen. Natürlich, dann kannst du noch einmal mit deiner Peitsche nach Laris hieben, dessen Namen du gar nicht kennst, aber du kannst es zumindest versuchen. Ist das ein Passierschlag? Also ist er um 4 erschwert? Nee, Passierschlag nicht, weil er schon an dir vorbei ist. Ja, er wird getroffen, wenn er jetzt nicht ausweicht. Bam, 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 bam. Er ist auf alle Fälle auf der Flucht. Eine aktive Parade hat er nicht, aber ausweichen würde er trotzdem mal. Das schafft er nicht. Ja, dann kriegt er jetzt ein bisschen ganz wenig Schaden reingedrückt. Ja. Wie viel denn? 1W6 und ich würfel 1. Sehr gut. Kannst du es nicht schaffen, ihn festzuwickeln mit deiner Peitsche, sondern streifst sie nur einmal kurz. Du merkst, wie er wohl auch...
wie er wohl auch am Türrahmen festhing kurze Zeit. Und da ist jetzt wohl etwas von seiner Stoff... ja, Rüstung ist es nicht, von seiner Stoffkleidung ist wohl hängen geblieben. Und jetzt mit einer Peitsche abgeschlagen worden. Und dann geben die beiden Hackengas. Okay. So, Koljev, du hast noch eine Chance. Reusto würde natürlich dem Befehl Folge leisten und jetzt sich versuchen, aus dem Kampf zu lösen. Koljev wird... Achso, ich dachte, ich bin zuerst dran. Da bin ich nicht. Ja, doch, du könntest jetzt. Also er löst sich aus dem Kampf. Ich würde jetzt handeln und werde jetzt auch handeln. Ja. Weil du den Token schon ziehst, deswegen war ich gerade verwirrt. Erzähl. Koljev nimmt von dem rechten Arm den Finger und zeigt mit Zeigefinger und Mittelfinger auf den Mann und ruft: Blitz dich, Wind, werde blind. Alabark Sefari Shinak. Ruft er noch als Worte hinterher und in einer Aktion löst sich ein blitzdicht Find gegen den Mann. Ja, mit der MR von, weiß ich nicht, 2 oder 3 wirst du das auf alle Fälle. 19 Punkte Initiative? Ja. Ein lauter Aufschrei von Reusto. Dann muss er sich jetzt erstmal orientieren, denn er hat auf alle Fälle keine Ini von 19, der ist irgendwo bei... Er darf sich nicht orientieren, solange der Blitz sich wirkt. Der wirkt jetzt 9,5 Kampfrunden. Ja... In der Zeit darf er sich nicht orientieren, also er kann es versuchen, aber er kann es nicht schaffen. Ja, er würde trotzdem versuchen, in diese Richtung zu rennen. Höchstwahrscheinlich, das kannst du erkennen, wird er gegen dieses Haus prallen, aber er läuft zumindest los, weil das darf er. Alle seine Talentproben erschwert sind. Ja, dann kann er nicht sprinten, sondern dann rennt er nur. Moment, ich glaube, das war... Ja, erzähl. Möchte ihn ganz gerne abfangen. Reusto? Quasi, ja, den Rüsto, also so quasi umwerfen. Und dann ihn umklammern. Also ich möchte ihn nicht mit Sturm angriffen, aber halt, ne? Einmal umarmen und zu Boden drücken. Warte mal kurz, ich muss kurz gucken. Das müsste eigentlich geeicht sein. Wir schauen nochmal nach, ob das 1:2... Nee, das war mal irgendwie geeicht, jetzt ist es das nicht mehr. Verdammt. Gut, ja, er rennt auf alle Fälle los von hier in diese Richtung und du kannst versuchen, ihn... Ja, weiß ich nicht. Ich möchte auch gerne hinterher. Ja, einfach laufen, rennen? Ja, laufen, rennen klingt eine gute Idee. Und wenn wir dann nah genug dran sind, schmeißen wir uns auf ihn, oder was? Gut, dann handeln wir jetzt einfach mal in Initiativrunden und ihr dürft einmal ein W6 schmeißen. Dann machen wir das einfach mal jetzt so an der Stelle. Das macht nämlich keinen Sinn, jetzt die Kampfrunden aufzulösen oder so etwas. Ich hätte ihn sonst im Visier. Wann hast denn du den Bogen gezogen? Hat er aber gesagt. Dass hat er gesagt, ja, genau. Gut, dann ist Kori bei 14, also wegen der Behinderung. Dann bist du jetzt bei 17, wir ziehen dich ein Feld weiter. Mefnok wäre bei der 15, ich weiß nicht, da kommt dann noch der 1W6 dazu. Koljev hat die 13. Hi. Wieglind hat die 5 gewürfelt. Hallo. Gut, dann ihr könnt sehen, wie Reusto auf alle Fälle losrennt. Elgor, was möchtest du tun? Du hast gerade eben... einen Schritt zurück. Ach Gottchen, da läuft ja jemand und fingert an seinem Gürtel nach seiner Armbrust rum, die aber sowieso nicht geladen ist. Okay. Dann Koljev hatte eben den Blitz gesprochen. Eine Aktion hast du noch? Hinterhersetzen würde ich mit einer Aktion. Das sind 8 Meter bei Geschwindigkeit 8. Ich setze das mal runter auf Geschwindigkeit 7, da ich denke, ich mit meinem Rucksack momentan noch leicht überladen bin. So wie ich in Heldenmontur gerade vom Schiff steige. Genau. Dann kann jetzt Mefnok schießen. Der hatte seinen Bogen hervorgeholt und Pfeil hast du meinetwegen auch schon aufgelegt. Dann darfst du jetzt in den Nebel hineinschießen, in eine schnell sich bewegende Person. Du darfst dir überlegen, wer es ist. Das lasse ich aber sein, als mir Koljev in den Schuss läuft. Ich folge auch. So, ich ziehe euch jetzt hier mal 2 Leute. Das ist jetzt, ich habe hier so Reusto nochmal kopiert. Von da nach da sind das 100 Meter. Das ist jetzt ein Problem, dass ich das nicht gereicht habe. Ich habe nochmal die Token umgestellt. Das heißt, das hier wären 50 Schritt. Das hier.
Okay, Mefnok wollte schießen? Ja, nein, vielleicht? Nein. Nein. Welchem Risto laufen wir jetzt hinterher? Das könnt ihr euch... Achso, warte mal, die drei oberen sind nur meine 100 Meter. Der, okay. Und der, das sind die 100 Meter. Ich habe das noch nicht gereicht, leider. Der hier ist eben jetzt der wegläuft, der Blinde. Okay. Also Athletik, würde ich sagen, ne? Genau, Athletik, also normale Sprinten, zwei Aktionen könntest du ja so oder so. Du hast jetzt eine Aktion schon für die Peitsche aufgegeben. 8 Meter könntest du also noch? Nee, könnte ich nicht. Bin so schwer beladen. Gut. Dann darf jetzt Wieglen vorziehen und du kannst sehen, wie Laris und der andere, Roswo, auch den Namen kennst du nicht, hier um dieses Kirchenschiff hinüber laufen wollen und nach Norden abbiegen. Du könntest vorher agieren, wenn du willst. Mhm. Ja, also wenn man das schon erkennen kann von meiner Position aus, dass die da halt eben hinter die Kirche langlaufen, dann würde ich gerne andersrum hier rumlaufen. Okay. Dann würde ich ihr folgen. Ja, dann du hast die höhere Inni, das heißt, du kannst ihren ihren Bewegungen folgen, das würde gehen. So, dann kann ich mit einer freien Aktion noch was sagen? Wenn du möchtest, ja. Elgor, kontrollier den Tempel. Okay, dann kommt von dem Dach ein Borndorn in Richtung von Koljev geschmissen. Das ist natürlich ziemlich weit entfernt. Nebel, Dunkelheit. Genau. Aber er würfelt ganz gut. Ja, würfelt gut. Kannst mal versuchen, ob nein, du da... Der trifft dich, alles klar. Dann. Damit hat Koljev nicht gerechnet. Er ist kein Kampfmagier. Gut, dann kommt jetzt ein W6. Ich weiß nicht, was hat der Borndorn? 1 plus... Plus 3 oder plus 2, ich bin nicht ganz sicher. Doch, so viel. Machen wir aber eine plus 2. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Die Entfernung zieht da wahrscheinlich Schaden raus. Genau, ach, ja, dann stimmt, ja. 1 W6 plus 1... Oh, dann waren wir 6 sind, und dann... Ja genau, 6 habe ich ja schon gewürfelt. Sind 7 TP, ich weiß nicht, ob du eine Rüstung an hast. Nein, ich habe keine Rüstung, 7 TP, da ich Konsti 13 habe, sind das einfach nur böser Schaden, aber keine Wunde, das heißt, ich bin zu keinem Wurf weiter gezwungen. Gut. Und streiche mit 7 LE. Ja, dann hätte, ich muss gerade gucken, die höchste Initiative... Mefnok rennt einfach hinter seiner Gefährtin hinterher, dann wäre die nächste Kampfrunde dran. Elgor, du musst jetzt handeln. Ja, ich starre noch kurz in meine Armbrust, fluche leise, als ich feststelle, dass sie nicht geladen ist und tue wie mir gehießen, indem ich schnell einen Schritt zum Tempel herüber eile. Koljev. Ja, Koljev, der gerade von dem Borndorn von dem unbekannten Hilvi getroffen wurde, oder der unbekannten Hilvi, wie auch immer, ruft, scheiße, und ich weiß nicht genau... Sind die Entfernungen hier geeicht? Ich kann das nicht beurteilen. Nein, ist es nicht. Ich hab die Token nochmal umgestellt. Also wenn du jetzt von da, nach da sind es 100 Schritt. Okay. Das heißt von hier nach da sind 50. Was ist das für ein Umrechnungsfaktor wohl ungefähr? Ungefähr... Moment. Das sind jetzt 50 Schritt. Das heißt, wir machen einfach mal... Oh, ich muss mich da nochmal in der Pause drum bemühen. Das mache ich auf alle Fälle nochmal. Mal 2,5, dann... wohl mal 3. Mal 3, ja. Mal 3 ungefähr. Dann sind das 1,2 Meter zwischen mir und ihm. Dann würde ich sozusagen nämlich jetzt hier einen Ausfallschritt an ihn ran machen, also eine freie Aktion, und dann beim Stab einmal zuhieben, in der Hoffnung, dass der Mann hinfällt dabei beim Versuch des Wegrennens. Naja, das ist natürlich sehr utopisch. Und Koljev haut natürlich mal mehr die Luft, die Dunkelheit und der bewegliche Mann sind einfach nicht seine Stärke, irgendwas zu treffen. Ja, also er kann auch nicht ausweichen, er kann auch nicht parieren, er stolpert einfach nur blind, taub, na taub ist er nicht, aber blind wie er ist, stolpert er einfach in diese Richtung. Der Schwert ist auf alle Talentprobe, er ist auch taub. Ja, genau, also er weiß nicht, was passiert ist, er steht unter Schock, das kannst du erkennen, dieser typische leere, glasige Blick, den Leute haben, wenn du sie blitzt. Ja, Roysto ist auf alle Fälle mit seiner Initiative ziemlich... weit unten. Du siehst, wie er weiter in diese Richtung stolpert und in der nächsten Aktion wird er höchstwahrscheinlich gegen diese Mauer hier prallen. Da bist du dir sehr sicher. Du kannst noch von hinten hören oder von der anderen Seite. Roysto, komm mit. Nächste freie Aktion. Nach Norden, du Idiot. Von irgendwem anders. So. Dann
Gucken wir auf der Initiative-Leiste weiter. Elgor hat eben, Koljev hat, Wiglind. Ja, die würde jetzt Hackengas geben auf diese zwei Gestalten, die da hinten im Norden wahrscheinlich noch weiter gen Norden wollen. Ja, dann kannst du, wenn du zweimal sprinten wolltest, wäre das Geschwindigkeit mal 3. Okay, also wahrscheinlich 30 8. Meter, das heißt, darf ich dann hier, oh Gott, umrechnen, bitte rechnet für mich mit 10, 30 Meter, ich weiß nicht, wie viel ist es, 10, das waren 50. Nee, du brauchst einfach nur die Meter an, also wie viele Meter bekommst du weit? 30. 30, ja, dann 30 geteilt durch 3 macht 10, 10 Einheiten auf dem Board. Ich muss mich okay, da nochmal drum bemühen. Ja, fast dran, sieht doch gut aus. Die anderen laufen natürlich aber auch weiter. Ich bleibe immer hinter Wiglind. Du möchtest einfach hinterher rennen, okay. Moment, Laris läuft hier lang und sie trennen sich. Roswo biegt jetzt hier in diese Gasse ein. Und verschwindet aus eurer Sicht. Über euch könnt ihr hören, wie wohl irgendjemand über die Dächer hinüber rennt. So, ich nehme jetzt hier mal den zweiten Roster-Token weg. Der stört da jetzt nämlich. Also auf alle Fälle kann Mevnok das erkennen. Jemand läuft über die Häuserdächer. Kann ich ihn treffen? Wenn du möchtest, ja. Ist natürlich Nebel und über dir, aber würde funktionieren. Müsstest du dich jetzt entscheiden. Stehen bleiben und schießen. Gut, dann stehen bleiben. Dann gucke ich mal auf meine Tabelle zu den Fernkampfregeln. Also, die Portion ist menschengroß plus 2. Sie ist Entfernung wahrscheinlich nah oder mittel? Nah. Das ist ein Kurzbogen, den du hast, ne? Machen wir plus minus 0, dann bist du bei plus 2, es ist eine schnelle Bewegung, nochmal plus 2 und es ist Nebel, plus 4 sind wir bei plus 8. Dann musst du einen Schuss nach oben machen, das ist dann eine plus 4, dann sind wir bei plus 12. Hast du irgendwelche Vorteile? Scharfschütze. Scharfschütze halbiert. Das ist, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist nur die Abzüge bei Dunkelheit. Nicht zwei erleichtert? Ich glaube nicht. Also, von mir würdest du jetzt noch plus 12 bekommen. Um ein Drittel, alle Zuschläge sind um ein Drittel erleichtert. Gut, dann 12 Drittel sind 8. Danke fürs Raussuchen. Ich habe das eh gerade offen wegen Sturmangriff. Dann schieß. Dann zielen F einmal und schießt.